Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield mit der Unterstadt von Neon City. Sieht echt cool aus, also dieses Bild an gerade ist schon nice. Oh, cool, wir sind halt wirklich... Da ist der Raumhafen. Ah, das ist das, was wir gesehen hatten damals. Jo. Alter, voll geil. Sind das die Fische, aus denen Aurora gewonnen wird? Du bist unerlaubt hier, oh. Employees only. Neon Security, das ist also diese Fischgedingse. Ach, und die gehen dann wirklich mit so einem U-Boot darunter. Hier spielt sich die Magie ab. Hier wird aus stickenden Fischinnereien Aurora hergestellt. Danger, Fall Hazard. Whoa. Xenofresh Mitarbeiter. Oh, natürlich ist das zum Klauen alles nur. Räuben-Sandwich. Da ist noch ein Elevator. Chunks Express, ja. Sinu Fresh, Sinu. Offworld Eats. Okay. Quick Shop. Ah, ein freundliches Gesicht. Ja. Hallo. Ich will ja nicht un... Wir haben geschlossen. Oh, das ist nett. Ich weiß zu schätzen, okay. Vielleicht ein An... Ja, ja, natürlich. Was hast denn du so? Hast du vielleicht... Komm, kaufe ich dir doch was ab. Mache ich doch gerne. Könnte ich ja eh gut gebrauchen. Du hast auch Wassertrinkpacks. Die kaufe ich dir tatsächlich alle ab. Weil damit kann ich viel schneller rennen. Beziehungsweise mehr rennen. Ist doch super geil. Bier brauche ich nicht. Danke. Xenofresh. Ja. Nichts Neues. Ist ja auch eine Drecksgegend. Vielleicht sollten wir da mehr Posten aufstellen. Warum? Wenn die sich gegenseitig zerfetzen wollen, von mir aus. Solange sie sich von der Plaza fernhalten, soll es uns recht sein. So. Genadine in Frank Rennick macht einen Wirbel, weil jemand seinen Roboter angesprüht hat. Haben uns auf der Station prächtig darüber amüsiert. Neon, aha. Ja? Ich dachte gerade, da liegt ein Anzug oder so. Speichern wir. Und auf nach... Jenner... Was? Genadine Industries. Lass mich noch mal ganz kurz raus. Es gibt da so eine gewisse Sache, die ich noch brauche. Und zwar... Ich will doch ein schönes Thumbnail haben. So, das sieht doch schön aus, ne? Muss ich halt nur da vorstellen, das haben wir mal eben nach, im Nachgang. Aber da wir nach Genadine Industries, beziehungsweise jetzt die ganze Folge wahrscheinlich damit zu tun haben werden, ist das nicht schlecht, wenn man sich da... Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ah, wir können wieder... Oh, Chemical Storage. Ein Fläschchen Topf mit selbstgebrannten. Was ist das denn für ein Medical? Ja, auf jeden Fall Medical Storage. Darf man sich hier nur reinschleichen? Okay, Nova Blast Disruptor.
das sind super viele. Wir versuchen natürlich silent zu sein. Gender dein Security. Leute, ja. Nehme ich gerne mit. Ach, ich muss gar nicht hier rein. So. Sowas habe ich noch nie gesehen. Alter. Hast du das Loch in der Decke gesehen? Danke dir, Barrett. Och, es ist nur Barrett zum Glück. Alter, ich habe gerade Angst bekommen. Silber und Wasser. Ja, danke. Alter, Barrett, drück mich nicht! Meine Fresse, der geht mir am Sack manchmal. Generell, die Begleiter, die drücken einen immer so weg. Ist hier eine Schneekugel? Nee, es ist nur ein Briefbeschwerer. Schade. Aber ich muss hier. Ich muss halt unten durch, damit mich der Robo nicht sieht. Ich bleib noch kurz unten. Komm runter, Barrett. Barrett mir das jetzt vermasselt, ne? Idiot, ey. Ich will den Begleitern sagen können, komm runter. Oh, das ist so ein Abfuck manchmal, ne? Dass die dir nicht auf die Ebenen folgen, auf die du gehst. Ach, Mann, ey. So. Und jetzt ist es nicht mehr blau. Was für eine Asozialität. Jetzt ist das Item nicht mehr blau gewesen. Boah, ist das eine Frechheit. Dafür muss der Roboter sterben. Wäre schön, wenn man die Roboter so deaktivieren könnte, ne? So, ich hoffe, du kommst mit. Immerhin, ey.
Tschüss. Ich wollte gucken, ob ich auch wirklich alles gelootet habe. Fass die Kabel nicht an, außer du willst permanent mit ihnen vereint werden. Kannst du mal deine Schnauze halten, Alter? Alter, hat er mich erschreckt, ey. Spaten, ey. Fass die Kabel aber an. Schade. So, kannst du drin bleiben. Versauern. Ich speichere die ganze Zeit, weil ich habe immer Angst, dass Barry mir irgendwas versammelt. Dietrich nehme ich mit. Keine Ahnung, was das hier bringt, aber ich mache es. Selbst wenn du in dieses System nicht reinkommst, du hast es versucht. Sollte ich da nicht reinkommen? Schwarzmarkt-Antiquitäten. Cool. Als ob die sowas hier haben. Ein Meißel. Danke, ist zwar nicht viel wert, aber ich nehme es trotzdem mit. Kleiner Robo. Schwerelustrad brauche ich nämlich. Obwohl, mittlerweile habe ich wieder über 100. Reicht wieder. Ich gucke die ganze Zeit, ob oben irgendwelche Kameras sind oder so, die ich abballern muss. Hier drin, Alter. Das nehme ich mit.
Irgendjemand ist gerade auf Klo gewesen. Prototyp-Ausrüstung. Ja. Bitte spiel mit mir. Hallo? Bitte spiel mit mir. Okay. Alter. Oh, ich bin schon verjagt. Oh. Geh du mal weg. Wir haben zu viel Gepäck. Können wir kurz ein bisschen aussortieren? Nope. Ich muss mal ganz kurz in die... Komm rein! Hopp! Komm her! Alter! Alter, ich... Tja. Au, au, au! Meine Fresse, geht der mir auf den Sack, Alter. Kommt der nicht mehr zurück? Der steht noch immer da. Ich habe ja gespeichert, ne? Deswegen, genau deswegen wollte ich zurück. Loot tut gut. Stahlbecher brauche ich nicht. Du lebst schon wieder, Barrett. Ja, nee, da gehe ich nicht rein. Okay. Hi. Sieht mich keiner. Ach du Scheiße. Diese Notfallnetzwerke zur Vermeidung sozialer Kontakte müsste es überall geben. Keine Ahnung, wie wir das gerade geschafft haben, oder das. Speichern. Boah. Frage ist jetzt, soll ich direkt da reingehen oder soll ich hier lang schleichen? Weil da sehen die mich doch alle, ne? Hier sehen sie mich wenigstens nicht. Außerdem sind hier noch zwei Anzüge. Und eine Positronenbatterie. Und mein Draht. Und ein Mikro. Und ein Halbmetall. Ja, war schon gut. Erstmal speichern hier. Chemikalien-Schutzanzug. Laborkleidung. Oh, cool. 5% auf Chance auf zufällige Forschungsergebnisse. Genau das ist doch das, was wir haben wollten. Geil, das habe ich schon Ewigkeiten gesucht. Wir hatten das ganz am Anfang mal und danach habe ich das nie wieder gesehen. Richtig geil.
hier Waffen bekommen und alles. Kommstation nehme ich auch noch mit. Ach, und übrigens zu den Ressourcen. Ich hatte ja irgendwann gesagt, wir haben so ungefähr 10.000 oder 15.000. Wir haben genau die Mitte. Wir haben 12.500 Kilo oder Gewicht an Ressourcen. Das ist schon ein bisschen was. Ich habe auch fast 1.000 Aluminium. Ich habe 3 Kisten nur, wo Aluminium drin steht. Boah, das sieht geil aus. Und hier muss natürlich alles hochqualifiziert, hochgradig gekühlt werden. Deswegen gehen wir erstmal nach hier unten und gucken uns an, was hier liegt. Ja, guck mal hier. Bioblocker. Wunderschön. Messschieber brauche ich nicht. Sonst dieses Batterie-Array muss der älteste Teil von Neon sein. Das Herz der Stadt. Technikerin Shibata, momentan im F&E-Labor von Genadyne tätig. Persönliche Notiz. Wir sollten ein paar Sachen ab... Ich möchte zum Protokoll geben, was ich von Cheftechniker Bayo halte. Die meisten meiner Kollegen halten ihn für unterqualifiziert und inkompetent, aber in meinen Augen unterschätzen sie ihn. Ich habe mich viel mit Bryson unterhalten und finde ihn sehr nett und liebenswert. Er hat nur einen schlechten Ruf, weil er im Schatten seines Bruders steht, des Verwalters Benjamin Bayou. Das ist schade. Er hat seinen aktuellen Posten wohl gegen seinen eigenen Wunsch zugewiesen bekommen und wurde vor eine unmögliche Aufgabe gestellt. Die ganze Situation ist bedauerlich, aber ich werde die übrigen Techniker in der Abteilung bitten, ihn stärker zu unterstützen. Aha. Die hat also auch ein Liebesleben mit dem. Oh. In der R-Abteilung. Gut. Auf in die R-Abteilung, ne? Ich find's geil, nochmal so eine Silent Mission zu haben hier. Ich wurde fast gesehen. Hier könnte es weitergehen. Unglaublich. Hast du Brysons letzte Anweisung gesehen? Ah ja. Die, wo er statt den Induktoren sagt, wir sollen die Festmodus-Reduktoren rekalibrieren. Genau die. Es ist einfach sowas von unfair, dass unsere Arbeit von diesem inkompetenten Idioten bewertet wird. Oh, sei lieber vorsichtig. Du willst doch sicher nicht, dass Verwalter Bayo hört, was du über seinen Bruder denkst. Ist das das Scheißding hier? Okay. Das war der. Oh Gott. Jetzt bin ich angestöhnt. Gut, dass ich wohl gespeichert habe. Das ist übrigens auch ein geiles Bild gerade. Alter, Barrett. Das ist nur der scheiß Robo, ey. Alter, ey. Frag mich, ob man den wirklich abschießen könnte. Ich glaube nicht, weil... Sonst macht er doch Krach und das wollen wir nicht. Aber die haben echt keine... strategischen Sicherheitskräfte an den wichtigsten Punkten, ne? So Lüftungsschächte.
öffne Feuer. Das Geile ist, ich habe meinen Schnellspeicher überschrieben und wir müssen den ganzen Scheiß neu machen. Ich kann noch probieren mit dem, aber ich muss safe zurück. Ich probiere mal zu rennen. Zurück zu rennen. Aber es ist wieder Barrett schuld, ne? In der einen Mission war es Walter schuld. Komm zurück, dieses Ja, danke, Barrett. Du Wichser, ey. Kann ich die ganze Scheiße neu machen? Alter Schwede, ey. Wo bin ich jetzt? Ich muss den... Vorsicht! Okay, das hat wehgetan. Technikerin Shibata, momentan im F&E-Labor von Genadine. Kann man das nicht abbrechen? Ich möchte zu Protokoll geben, was ich von Cheftechniker Bayou halte. Die meisten meiner Kollegen halten ihn für unterqualifiziert und inkompetent, aber in meinen Augen unterschätzen sie ihn. Ich habe mich viel mit Bryson unterhalten und finde ihn sehr nett und liebenswert. Er hat nur einen schlechten Ruf, weil er im Schatten seines Bruders steht, des Verwalters Benjamin Bayou. Das ist schade. Er hat seinen aktuellen Posten wohl gegen seinen eigenen Wunsch zugewiesen bekommen und wurde vor eine unmögliche Aufgabe gestellt. Die ganze Situation ist bedauerlich, aber ich werde die übrigen Techniker in der Abteilung bitten, ihn stärker zu unterstützen. Halt deine Schnauze, danke. Oh, da war noch ein geheimer Spind dahinter. Habe ich gar nicht gesehen eben. So. Kommst du jetzt hier hin? Ich frage mich, warum der jetzt durch diese Tür gelaufen ist. Ist so ein Spaten, der Typ. Mit. Geile Skulptur. Ist hier noch irgendwas? Kommst du? Ah. Den habe ich gerade noch gesehen.
So. Danke. Du blödes, verwichstes Arschloch. Der wollte gerade schon wieder rausrennen. Alter, der regt mich auf. Wird Zeit für härtere Maßnahmen. Wenn du noch einmal... Jetzt komm rein. Alter, der macht mir alles kaputt, ne? Oh. Was zum... Bleib da liegen, du blödes Arschloch. Bedien dich. Okay, wir müssen also einfach nur schnell hier durchkommen. Gut. Weil der will, der folgt mir einfach nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Meine Güte.